Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und in diesem Video geht es um die Auslosung der Gewinne aus dem Gewinnspiel meines letzten Videos. Ihr könnt sie gerade noch sehen. Die 106 rauscht dort genüsslich durchs Bild. Die Rangierlok der Deutschen Reichsbahn aus der Epoche 4. Und passend zu dieser Rangierlok hatte ich ja Statisten gewinnen können, die sich im letzten Video immer wieder gezeigt haben. Und letztlich bestand die Aufgabe, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ja nur darin, genau aufzupassen und mitzuzählen, wie oft sich die Figuren zeigen. Und jeder von euch, der mir 16 Figuren praktisch in die Kommentare geschrieben hat, hat ganz automatisch am Gewinnspiel teilgenommen. Und knapp 100 Namen habe ich hier in meiner Losbox drin und werde mit euch gleich in die Auslosung gehen. Zu gewinnen gibt es 3 Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro von HRT. An der Stelle nochmal vielen Dank an Herrn Erkel, den Geschäftsführer von HRT, der uns die Gutscheine freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Herzliches Dankeschön, Herr Erkel. Und ja, die Gutscheine warten jetzt auf 3 Gewinner und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal in die Verlosung. Ich schüttel einmal ordentlich durch, dann greife ich hier mal rein und ziehe mal den ersten Namen raus. Noch einer versteckt. Und hier haben wir den Utz Schröder. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du gewinnst den ersten Gutschein über 50 Euro. Dann suchen wir uns jetzt den zweiten Namen raus. Na, hier habe ich den zweiten. Freut mich ganz besonders. Manja Munke. Auch die Damen sind im Lostopf. Herzlichen Glückwunsch an dich. Auch du gewinnst einen Gutschein über 50 Euro. Und jetzt gucken wir einmal nach dem dritten Namen. Da habe ich ihn. Welcher Name sich hier hinter verbirgt. Und ja, ich hoffe, es ist nicht so, aber kein Plan vom Leben. Du gewinnst den dritten Gutschein über 50 Euro. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und ja, euch drei bitte ich, unter diesem Video in die Kommentare bitte nochmal eure E-Mail-Adresse zu schreiben. Ich würde euch den Gutscheincode gerne per Mail zur Verfügung stellen und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Stöbern und beim Shoppen. Ja, und all diejenigen, die jetzt nicht gewonnen haben, seid bitte nicht traurig. Es gab nur 3 Gutscheine. Und es wird in diesem Jahr aber noch viel, viel mehr Neuheiten, Vorstellungen geben und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit nochmal, dass ich nochmal ein Gewinnspiel, eine Verlosung vornehmen kann. Es würde mich freuen, ich würde mich da mit Herrn Erkel auch nochmal abstimmen. Vielleicht passt das. Ja, und wenn ihr trotzdem auf der Suche nach Rollmaterial oder Zubehör für eure Modellbahn seid, schaut einmal vorbei bei HRT. Neben den Preisen, ich hatte es ja beim letzten Mal gesagt, hat mich auch der Service überzeugt und vielleicht ist da was Passendes für euch dabei. Ja. Jetzt würde ich euch noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick geben, was wird in den nächsten Videos auf meinem Kanal zu sehen geben. Und wünsche euch natürlich weiterhin viel, viel Spaß mit euren Modellbahnen. Bleibt mir alle schön gesund und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal natürlich wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss! Ja, ihr könnt sie schon im Vordergrund sehen, eine Class 77 aus dem Haus von ESO. Ich hatte mir das Modell vor Weihnachten gekauft und muss tatsächlich sagen, ich bin mega begeistert. Ein ganz, ganz tolles Modell. Die ESO-Modelle sind von Hause aus immer sehr umfangreich ausgestattet. Auch dieses Modell mit zahlreichen Lichtfunktionen, kernigem Sound, aber insbesondere auch einem getakteten Rauchgenerator. Das Modell macht definitiv Spaß, das kann ich euch nicht vorenthalten. Ich werde dazu nächste Mal berichten. Und im Hintergrund könnt ihr schon die 3 Regio-Wagen sehen. Auch hierzu gab es ja schon mal 2 Videos. Ich habe sie digitalisiert und mit Licht ausgestattet und habe sie jetzt aber nochmal komplett umgebaut. Die warmen weißen LEDs kamen raus. Dazu habe ich jetzt kaltweiße LEDs eingebaut und in jeden Wagen separat nochmal ein Digitaldecoder, um einfach auch alle Wagen einzeln schalten zu können. Und ich habe sie dann in Kombination mit der Lok programmiert. Und jetzt ist es aus meiner Sicht echt toll. Mit einem Klick kannst du hier ganz individuelle Funktionen schalten. Und ja, auch dazu möchte ich euch gerne beim nächsten Mal nochmal ein kleines Update geben. Vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der über einen ähnlichen Umbau nachdenkt und hier nochmal etwas inspiriert wird. Ja, ansonsten, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald hoffentlich. Macht's gut, tschüss.